Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem Neuzugänge-Video und zwar dem Neuzugänge-Video für den Monat April und ich traue mich gar nicht zu sagen, wie viele Neuzugänge ich habe. 22. 22 Neuzugänge, obwohl ich eigentlich meinen Sub abbauen wollte. Naja, okay. Ihr habt 14 Neuzugänge schon gesehen und zwar einmal in dem Unpacking von Avelle und von Rebuy. Ich werde euch das Video in der Infobox verlinken. Ich möchte die Bücher jetzt nicht nochmal extra zeigen, denn ihr habt sie ja schon gesehen. Und dann habt ihr auch noch ein Unpacking gesehen vom Drachenmond Verlag. Das waren auch nochmal 4 Bücher und auch das verlinke ich euch in der Infobox. Falls euch das interessiert, könnt ihr da auch gerne nochmal vorbeischauen. Und dann habe ich noch 6 Rezensionsexemplare bekommen und 2 E-Books. Ich werde euch die Cover von den E-Books auf jeden Fall hier irgendwo einblenden. Und zwar ist es einmal Die Buchwanderer von Britta Röder. Dieses Buch habe ich gekauft, weil meine Tante das gelesen hat auf dem Kindle und war mega begeistert und hat gesagt, das wäre genau das Richtige für mich und meinen Geschmack. Und deshalb habe ich es gekauft. Und das zweite E-Book ist von Adriana Popescu, 5 Tage Liebe. Ja, bei beiden Büchern habe ich eigentlich nicht wirklich Ahnung, worum es geht. Also ja, bei dem ersten geht es natürlich irgendwie um Bücher, bei dem zweiten um Liebe. Ja, wer hätte das gedacht? Ja, so ist das auf jeden Fall. Ich bin auf diese Bücher schon mal sehr gespannt. Und jetzt zeige ich euch auf jeden Fall nochmal diese Rezensionsexemplare, die ich bekommen habe. Und zwar fange ich an mit Wolke 7 ist auch nur Nebel von Mara Andeck. Zu diesem Buch gibt es auch eine Rezension auf meinem Kanal und es würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Es ist auf jeden Fall echt ein süßes Buch, eine süße Liebesgeschichte und es geht in diesem Buch um Moja und Moja glaubt nicht an die Liebe, also sie meint, das gibt es nicht. Das hat alles mit Hormonen zu tun und ja, Liebe gibt es nicht, Liebe lohnt sich nicht und das ist alles irgendwie nur Chemie, sage ich mal. Das könnte auch daran liegen, dass sie das denkt, weil ihr das halt nicht vorgelebt wurde von ihren Eltern, denn ihre Eltern sind halt auch getrennt und ja, sie wurde bisher halt auch eigentlich in der Liebe nur enttäuscht und ihre beste Freundin meldet sie zu einem Projekt oder zu einem Experiment an und dieses Experiment beschäftigt sich halt mit Liebe und ob es Liebe gibt, sage ich mal, und wovon Liebe abhängt. Also sind es Hormone, sind es bestimmte Duftstoffe, sind es irgendwie ja sowas wie gleich und gleich gesellt sich gern, ist es halt, was hat es halt damit auf sich? Und dieses Experiment dauert 3 Tage. 3 verschiedene Wissenschaftler beschäftigen sich halt mit diesen Probanden. Und ja, weil sie halt eben nicht an die Liebe glaubt, ist sie halt fest entschlossen, sozusagen den anderen halt zu beweisen, dass es die Liebe halt irgendwie tatsächlich nicht gibt. Und sie meint halt auch, dass hier bei so einem Experiment irgendwie nichts geschehen kann. Ob das natürlich wirklich so ist oder was es mit dem Experiment dann tatsächlich auf sich hat, muss man selber lesen. Ich fand es auf jeden Fall ja, sehr spannend und sehr fesselnd auf jeden Fall. Und mehr dazu gibt es in meiner Rezension. Es würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Das nächste Buch ist ein zweiter Band und zwar ist es von Catherine Pencole, Muchachas, Kopfüber ins Leben. Von dem ersten Band gibt es bereits eine Rezension auf meinem Kanal und auch zu diesem Buch gibt es eine Rezension und natürlich würde es mich auch da sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Ja, es ist so, dass hier auf jeden Fall jetzt wieder ganz andere Charaktere mitspielen als im ersten Band. Also vom ersten Band, da gab es ja von einigen Frauen weniger und von anderen Frauen halt mehr zu erzählen. Und jetzt ist es halt eben quasi andersrum. Also von den Charakteren, die halt eine Hauptrolle im ersten Band gespielt haben, erfährt man hier zum Beispiel gar nichts. Und die Charaktere, die im ersten Band nur so kurz umrissen wurden, die sind hier jetzt die Protagonisten. Und es ist auf jeden Fall auch wieder sehr spannend, sehr fesselnd. Nicht ganz so krass wie der erste Band, weil der erste Band war ja teilweise schon ziemlich erschreckend und beängstigend.
Ja, und einfach krass, weil es halt auch mit häuslicher Gewalt und so zu tun hatte. Und ja, hier ist es auf jeden Fall anders. Da gibt es andere Charaktere, die aber auch nicht weniger spannend sind. Und ja, mehr dazu halt auch in meiner Rezension. Das nächste Buch, wo es auch bereits eine Rezension zu gibt, ist von Eva Siegmund, Pandora, wovon träumst du? Ja, das ist eine Art Dystopie, sie spielt in der Zukunft und da ist es halt so, dass Smartphones durch sogenannte Smart Ports ersetzt wurden. Also das sind Geräte, die halt ins Gehirn implantiert werden und ja, das Ganze spielt sich dann sozusagen auf der Netzhaut ab. Also man kann damit ins Internet gehen, man kann damit Videos, Bilder gucken, Anrufe tätigen, Nachrichten verschicken, alles komplett. Im Prinzip wie mit dem Smartphone, auch nur halt im Kopf, sag ich mal. Es gibt Premium Smart Ports, die ohne Werbung laufen und dann gibt es natürlich auch welche, die billiger sind, die laufen dann aber mit Werbung und diese werbeunterstützten Smart Ports, die spielen diese Werbung halt nachts ab, also während man träumt und ja, das birgt einige Gefahren, also diese Smart Ports überhaupt und halt auch vor allen Dingen diese Werbeunterstützten, denn es ist halt so, dass es auch jetzt wie bei unserem Internet ist, es ist halt nicht sicher, es ist nicht sicher vor Hackerangriffen und sowas. Die Protagonisten in diesem Buch sind auf jeden Fall Sophie und Liz. Sie sind Zwillingsschwestern, aber das wussten sie vorher nicht und als sie das erfahren, da ja, wollen sie zusammen ihrer Vergangenheit auf den Grund gehen, also der Vergangenheit ihrer Eltern. Denn es ist etwas sehr Schlimmes in der Vergangenheit passiert, weshalb diese beiden Schwestern halt eben getrennt wurden. Sie sind in verschiedenen Welten aufgewachsen. Liz ist sehr behütet, sehr wohlhabend aufgewachsen und ist deshalb auch ein bisschen ja, verwöhnt und arrogant, kann man sagen. Aber sie ist auch irgendwie ein total toller Charakter. Und auf der anderen Seite ist halt Sophie und sie ist ja in gut bürgerlichen Verhältnissen eigentlich aufgewachsen. Aber bei ihr ist es halt so, dass sie sich nur so einen werbeunterstützten Smartport leisten konnte. Und wie gesagt, das ja, birgt einige Gefahren. Und was das für Gefahren sind und wie sich das Ganze auf die beiden auswirkt, das müsst ihr selber lesen. Und weiteres gibt es auf jeden Fall in der Rezension dazu. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Ja, das nächste Buch ist ein für mich zumindest eher ungewöhnliches Buch. Also es ist eher so ein ja, das Sachbuch, sagen wir mal, über, ja, über Zeitzeugen oder eine Zeitzeugin. Und zwar ist es nämlich von Robert Scheer, Picky oder Pizzi, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ausgesprochen wird. Ich sage jetzt einfach mal Picky. Erinnerung an die Ghettos Karai und Satu Mare und die Konzentrationslager Auschwitz, Waldorf und Ravensbrück. Ja, es ist, denke ich mal, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also es ist halt ja eben von Robert Scheer geschrieben und er berichtet sozusagen über die Erinnerungen und die Geschichten von seiner Oma, die das Ganze halt hautnah und live miterleben musste. Und ich bin schon sehr gespannt darauf. Es ist ein eigentlich recht dünnes Buch, sage ich mal. Ne? Also es hat so ein bisschen mehr als 200 Seiten. Es ist halt eben auch recht groß geschrieben. Es sind auch einige Bilder darin. Und ich bin echt sehr gespannt auf diese, ja, auf diese Erinnerungen, auf diese Berichte halt eben. Und ich hoffe, dass mich das auf jeden Fall fesseln kann. Es ist ja auch auf jeden Fall ein interessantes Thema, aber halt auch ein schwieriges Thema. Und da bin ich auf jeden Fall echt gespannt und freue mich schon, das Ganze zu lesen. Das nächste Buch ist Fantasy, Dystopie, irgendwie so. Das ist von Ilka Tamke, Skin, das Lied der Kendra. Das ist, sieht so aus und ich finde das Cover wunderschön. Es ist richtig genial wieder mal, finde ich. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf, das Ganze zu lesen. Ja, worum geht's denn hier? 43 nach Christus. Die 14-jährige Aelia wurde kurz nach ihrer Geburt in der Festungsstadt
Care Cut ausgesetzt. Niemand weiß, von wem sie abstammt, ja nicht einmal ihr Hauttotem, das die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe innerhalb ihres Stamms symbolisiert, ist bekannt. Als Außenseiterin bleiben ihr viele Privilegien verwehrt. Und das, obwohl sie über eine besondere Gabe verfügt, die sie zu Hören befähigen würde. Erst ihre Liebe zu Talisien, einem Gefangenen der Anderswelt, führt sie ins Reich der Mütter und damit auf den ihr vorher bestimmten Pfad. Als die Römer dicht vor Kerzat stehen, ruft Aelie ihre Leute gegen den Willen des neuen Stammeskönigs zur Revolte auf. Wird sie es trotz aller Widrigkeiten schaffen, Britannien zu retten und Talesien aus der Anderswelt zu befreien? Hui, es sind auf jeden Fall einige Namen dabei, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich die jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich finde aber auf jeden Fall, es klingt echt mega gut. Und ich freue mich echt schon sehr darauf. Und ich bin gespannt und ich hoffe, es wird mir gefallen. Ja, und das letzte Buch, was ich bekommen habe als Rezensionsexemplar, ist ein ziemlich fettes Buch, muss man sagen. Und zwar ist es von Jim Butcher, Windjäger. So fett ist das. Es sieht natürlich jetzt nicht so mega dick aus, aber es hat fast 760 Seiten. Hui, das ist auf jeden Fall wieder ein Schinken. Es ist auch recht klein geschrieben eigentlich. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich habe bisher echt nur Gutes davon gehört. Und das ist auch das nächste Buch, was ich jetzt lesen werde. Und ich hoffe, es kann mich überzeugen. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, worum es geht. Seit der Nebel die ganze Welt überzogen hat, leben die Menschen in festungsartigen Städten auf den Gipfeln der Berge. Den Nebel zu betreten kann tödlich sein. Dennoch fallen Truppen der Gipfelfestung Aurora in das Gebiet von Albion ein und ein Krieg kann nicht mehr abgewendet werden. Der Gipfelfürst von Albion ruft seine Verbündeten zusammen und bereitet sein Volk auf den Kampf vor. Die Flotte ist stark, die Männer und Frauen sind gut ausgebildet. Doch seine größte Hoffnung setzt der Gipfelfürst auf die geheime Mission von Kapitän Grimm und dessen Luftschiff Jäger. Ja, ich finde, das verrät eigentlich noch nicht so mega viel, aber wie gesagt, bisher nur Gutes gehört und ich hoffe, mir gefällt es auch. Und naja, bei allen 6 Büchern, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, wird es halt Rezensionen geben. Bei 3 gibt es die schon, bei 3 kommen sie noch und es würde mich sehr freuen, wenn ihr da reinschauen würdet. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es würde mich sehr interessieren, ob ihr eins der Bücher auch besitzt, wie ihr es fandet, falls ihr es schon gelesen habt. Und ja, danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!